Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, ich habe mich schon mal in unseren Frontier geladen. Starte jetzt schon mal die Schiffssysteme. Fluglaufbahn berechnet. Ach cool. Sarah ist jetzt mein Crewmitglied auf dem Schiff. Ist doch cool. So, ich möchte heute unbedingt das jetzt mal mit den Außenposten so ein bisschen probieren, denn mir ist nämlich was in der letzten Aufnahme aufgefallen. Zielpunkt erreicht. Orbit stabil. Also in den letzten Aufnahmen ist er schon eher. Dafür brauchen wir jetzt einmal die Sternkarte und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn das klappen würde. So, wir fliegen jetzt wieder nach Seoul. Einmal mit dem Sprung rüber. Grafantrieb laden und let's go. Und zwar folgendes ist mir aufgefallen. Wir konnten mit dem Scanner, habe ich kurzfristig was gesehen in den Aufnahmen bei mir. Navigationscheck passt. Wir sind am richtigen Ort. Ja, das ist gut. So, und genau. Wir konnten ja hier Landeplatz quasi vielleicht einen Außenposten aufbauen. Wir sind so über Eisen gelaufen und ähnlichem und ich habe hier im Scanner gesehen. Genau, Außenposten unten. Das wird mir leider nicht so ganz erklärt und wir haben ja hier auch zum Beispiel überall sowas wie Eisen. Ne? Und ich denke mal, hier können wir nachher auch einen Extraktor oder sowas draufpacken. Und ja, mal gucken. Zur Außenposten, ja. 8 Außenposten kann ich aufsetzen. Ja, dann setze ich doch einfach hier mal einen Außenposten hin. Okay. Platzierst du einen Außenpostensignal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit Q und E kannst du durch die Baumenükategorien schalten. Mit Tab wechselst du in den Modifizieren-Modus. Um Außenpostenobjekte zu bauen, brauchst du Items und Ressourcen. Beim Bau eines Objekts werden die Materialkosten automatisch aus deinem Schiffsfrachtraum oder Inventar gezogen. Okay. Und man sieht schon Extraktor Eisen. Okay, das heißt, ich könnte hier Eisen extrahieren. Alter, so weit ist jetzt mein Bauradius hier. Der Hammer. Ah, und wir haben unten auch wieder ein Baulimit. So, kann ich das Ding auch irgendwie drehen? Achso, mit der Maus, okay. Ansicht umschalten. Mit der Flycam-Ansicht fällt es leichter, große Objekte zu bauen. Du kannst frei zwischen der Ego- und der Flycam-Perspektiven wechseln. Okay, ich hätte mir das jetzt eher so als kleine Quest gewünscht. Mhm, na gut. So, Modifizierungsmodus. Heißt, ich kann das Ding dann auch noch ein bisschen bewegen. Okay. Ja gut, was brauchen wir denn dafür? Dafür brauche ich 2 Wolfram, 2 Wolfram, 5 Eisen und ein bisschen Aluminium. Das haben wir ja zufälligerweise da. Ich werde den jetzt hier einfach mal hinstellen. Extraktor Eisen benötigt Energie, um funktionieren. Errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle, um das Objekt zu versorgen. Okay. Ja, ist genauso wie bei Fallout Energie. Was haben wir denn hier? Solar Rail. Aha. Solargeneratoren funktionieren am besten auf Planeten mit hoher Sonnenstrahlung. Ja, ich weiß nicht, ob hier hohe Sonnenstrahlung ist. Mhm, Außenpostenverteiler, Betriebsschalter und was haben wir hier? Industriewandlampe. Ja gut, da habe ich nicht genug, aber hiervon, den könnte ich vielleicht irgendwie hier einbauen. Keine Ahnung, ob das jetzt hier einfach so gut ist. Ich platziere das jetzt erstmal hin, wir können es da irgendwie umsetzen.
Ach, und dann mit WLAN-Strom, oder wie? 6 Energie, der braucht 5 Energie. Das heißt, der Extraktor extrahiert. Cool, was haben wir sonst noch zur Verfügung? Transferbehälter. Gebaut ein. Dafür fehlt ein Wolfram. Ermöglicht es den Transfer von Ladung, während du dich an Bord deines Schiffs befindest. Feststoffbehälter klein. Großbehälter für verschiedene Mineralien und organische Ressourcen. Flüssigkeiten. Gase. Sichere Lager für produzierte Waren. Okay. Aber dafür habe ich weder die Ressourcen noch irgendwas anderes. Okay, also hier können wir auch dann das Lager bauen. Builders, was haben wir? Einfacher Fabrikator. Ja, dafür fehlt mir der Schwerelosdraht. Außenposten, Luftschleuse. Aha. Wohnmodul mit 4 Wänden. Hydrokultur, Wohnmodul A. Wissenschaftswohnmodul klein. Wohnmodul Militär. Wohnmodul rund. Ex-Wohnmodul klein. Ein Korridor. Wachturm. Okay. Da gibt es schon einiges. Einiges. So, was haben wir sonst noch? Herstellung. Okay, hier kann ich also auch die Werkbänke herstellen. Industriewerkbank. Oh ja, die wird wohl wahrscheinlich wichtig. Die wird wohl wahrscheinlich sehr wichtig. Das heißt, die platziere ich jetzt hier einfach mal hin. Kochstation und Co. kann ich nicht, aber ich kann wenigstens noch ein Forschungsgerätchen hier hinstellen. Erstmal hinstellen. Was haben wir hier? Verteidigungs. Geschütz MK1. Oh, das sieht ja süß aus. Was haben wir hier? Tickgeschütz. Aha. Und Lasergeschütz MK1. Was haben wir sonst noch? Roboter können wir auch bauen. Sanitär-Minibot. Garten-Minibot. Und Ingenieur. Jawoll, wir können hier richtig dick Roboter bauen. Ja, Sofa, Stühle, Tische. Das heißt, man kann ja hier richtig schön wieder was ausbauen. Was haben wir hier? Dekoration, Lagerkisten. Die wohl wahrscheinlich nicht so viel Tragkapazität haben oder beinhalten können. Ah, da müssen wir wirklich nochmal gucken, wie ich das dann am besten mache. Hier haben wir sogar Ausstellungspuppen. Ey, das ist das anständige Fallout 76-Baumenü. Man erkennt alles wieder. Was haben wir hier? Scan Booster. Dieses Teil verdoppelt die Reichweite deines Handscanners. Aha. Aha. Okay. Ich baue das mal einfach hin. In der Nähe deines angetriebenen Scan-Boosters ist die Reichweite deines Handscanners stark erhöht. Okay. Ja, sieht ja schon mal ganz cool aus. So, was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier noch einen Frachtlink. Errichte diese in zwei verschiedenen Außenposten und verbinde sie, um Güter zwischen ihnen hin und her zu fördern. Gegenstände im Ausgehendbehälter landen in Eingehendbehälter eines anderen Außenposten und umgekehrt. Verbindet Außenposten im gleichen System. Kein Treibstoff benötigt. Frachtlink Intra, aha. Errichte dies in zwei verschiedenen Außenposten, verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu befördern. Gegenstände im Ausgehendbehälter landen im Eingehendbehälter des anderen. Außenposten ermöglichen es, Systeme zu verbinden. Für Versorgungsmissionen erforderlich, erfordert Helium 3. Ah ja. Crewstation wird benötigt, damit du deinen Außenposten Crewmitglieder zuweisen kannst. Der Außenposten Verwaltungsskill erlaubt es dir, bei deinen Außenposten mehr Crewstationen zu bauen. Landeplatz klein. Landung nur für Schiffe unter 40 Metern möglich. Okay. Ja, Landeplatz klein, sagt er. Okay.
Ja, ist doch cool. Ist doch cool. So, jetzt gucke ich hier mal kurz. Wir haben hier sogar schon Eisen. Kabel. Aha. Okay, habe ich noch keine Ahnung. Müssen wir uns so wirklich noch ein bisschen viel mit befassen? So, und hier kann ich jetzt die Sachen dann herstellen, die wir dann zum Beispiel brauchen. Wie zum Beispiel Schwerelosdraht brauchte ich doch für irgendwas. Und jetzt fehlt mir aber das Silber. Das heißt, ich müsste auch gucken, dass ich hier dann irgendwie ein Lager einbaue, ne? Ach, jetzt. Ja, das war jetzt Gewöhnung Fallout. Komme ich denn jetzt hier wieder in den Baumodus? Über den Scanner? So ist ein Anzeigen. Oberfläche. Nee. Oder muss ich denn jedes Mal zu dem Ding hier? Okay, ich muss erstmal zu dem Ding hier. Es gibt bestimmt wieder ein Kürzel, was man länger drücken halten muss oder wie auch immer. Irgendwo für. Irgendwas wollte ich da noch haben, wo ich gesagt habe, okay, da fehlt nur noch Draht für. Ach, guck mal hier, der braucht doch nur adaptive Rahmen. Adaptive Rahmen. Davon können wir ein paar herstellen, das ist nicht das Problem. Machen wir mal 10 Stück. Eisen und Aluminium habe ich ja ein bisschen. So, dann gehen wir hier nochmal kurz hin. Und wahrscheinlich gibt es die dann auch nochmal in riesig oder so. So. Warum willst du den da hinsetzen? Irgendwie. Hä? Beweg dich mal kurz. Machen wir mal kurz hier hin. Okay. So, jetzt habe ich hier drei Dinger und die können nur 75 Masse beinhalten. Okay. Schnellzugriff, bewegen, löschen, Ausgabelink. Nee. Ja, erstmal ein bisschen was rein transportieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 13 Eisen, die kann ich da reinmachen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel noch sowas wie Aluminium, Aminosäuren. Ich glaube, ich muss dann zwar hier immer wieder herdüsen, aber das ist ja erstmal nicht so schlimm. Hauptsache, ich kriege jetzt sozusagen mein Schiff jetzt ein bisschen leerer. Mehr kann nicht gelagert werden, ja. Siehst du, mein Schiff ist schon relativ voll gewesen. So. Und das heißt, auf solchen Dingern hier können wir hier halt gut Eisen mitnehmen. Und irgendwo soll noch eine zweite Ressource sein. Na gut. Wir haben sowieso da hinten noch irgendwas Spezielles unbekannt. Na dann geben wir mal Gas hier. Was haben wir denn da drüben? Was kommen wir jetzt eigentlich auch noch mit bei? Ich weiß es gar nicht.
Nicht, dass er mir jetzt nicht hinterherkommen kann. Vielleicht können wir dann auch gute Verkäufer oder so machen. Lassen uns Robotiklabor. Okay. Wird da irgendwo ein Gegner angezeigt? Zum Angriff! Feuer! Du bist erledigt! Ja. Nicht so gut, mir geht die Muni da aus. Bei mir versuchen? Ja. Mein Kopf! So. Ne, 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 ne. Oh. Direkt in den nächsten rein hier. Okay, da hinten haben wir sogar noch Geschütze und alles. Mal, mal kurz ein bisschen Positionswechsel machen hier. Los, Unterstützungsfeuer. Zack. Aber den nächsten. Immer mit der guten P90. Okay, da hinten haben wir einen engen Roboter. Nehmen wir doch die Killerwaffe hier. Na, ja, noch nicht so. Okay. Hau bloß ab da. Oh, 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 ich flieg viel zu hoch. Du bist tot. Ja, ja. Wo ist jetzt der Roboter? Gehen wir mal kurz aus dem Weg. Darf doch mal. Ne? Bis nochmal mit Granaten schmeißen. Um Gottes Willen. Die ist ja fast zielgerichtet hier. Ja, getroffen habe ich ihn jetzt. So. Darf doch mal. Ich hab's nur piepen gehört. Hätte ich gerne irgendwie so ein Ding mit Zielfernrohr oder sowas. Alter, man fliegt hier aber richtig hoch. Hier nicht noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Das heißt, ich kann mir erstmal die hier schnappen. Haben wir hier hinten nicht noch irgendwo ein? Oh, Waffenkoffer. Hier, Schloss ist zu schwierig. Schade. Da, Geschütz. Impulsminen, aha. Aber ist hier nicht noch einer? Aha. Da war der. Gut. Läuft doch. Macht richtig Spaß, im All zu kämpfen. Die Luftschleuse öffnen. Gucken wir jetzt erstmal, ob wir hier nochmal was von dem Geschütz bekommen. Mhm. Also, dich hatte ich ja schon leer geräumt.
Ich habe schon gesehen, wir kriegen jetzt hier auch Splitterminen, ein paar Waffen, irgendein Outfit. Ich könnte wieder mal ein bisschen Energiezellen verbrauchen, wa? Weil sonst habe ich ja jetzt... Achso, das ist ein pharmazeutisches Labor. Sonst habe ich ja jetzt auch nichts. Ich hoffe, ich kann da noch Munition oder irgendwas herstellen. Aber ich würde jetzt erstmal gucken... Oh. Achso, das ist die andere. Ach, die ist schallgedämpft. Mit Reflexvisier. Oh, es gibt sogar noch anständige Visiere. Oh, sehr schön. Ja gut, aber die andere hat ja wenigstens noch den Effekt. Das heißt, da behalte ich erstmal noch den Hitman. Das heißt, ich nehme jetzt hier erstmal die andere Energiewaffe. Die war auch auf vollautomatisch. Aber wie viel Munition hatte ich dafür noch? 290. So, hier sieht es nicht so aus, als wenn ich hier irgendwo reinkommen kann, oder? Doch, hier. Aha. Forschungsanlage. Mal angucken hier. Soll erstmal alles wieder stehlen und mitnehmen. Kann ich mir demnächst wieder Munition kaufen? Könnte man ja eigentlich mal ein bisschen eintauschen, ne? Harte Zeiten, erstes Buch, Aussaat, Kapitel 1. Das einzige Notwendige, was ich will, sind Fakten. Diese Jungen und Mädchen sollen ausschließlich Fakten gelehrt werden. Wenn nur Fakten sind im Leben erwünscht. Seht Fakten und rottet alles andere aus. Ohne Fakten wäre es kaum mehr als Tiere und nur durch Fakten können sie einen reifen Geist erlangen. Nach diesem Prinzip erziehe ich meine eigenen Kinder. Also werde ich diese Kinder nach demselben Prinzip erziehen. Haltet euch immer an die Fakten, Sir. Harte Zeiten ist mit Abstand kürzester Roman aus der Feder von Charles Dickens. Er schildert das Leben der Einwohner von Coketown, einer fiktiven viktorianischen Industriestadt. Ah ja. So, jetzt nehme ich hier erstmal ein bisschen was mit. Was haben wir hier? Ausstellungspuppe. Ja, aber da ist noch was drauf. Ah. Oh, hier haben wir auch ein Safe. Jetzt sollen wir mal gucken hier, was könnte denn am ehesten passen? Da passt der. Der passt so. Der wird ein bisschen schwieriger. Nehmen wir erstmal den so. Jetzt bräuchte ich einen mit 3. Der hier reinpasst. Okay. Und nochmal ein paar Credits. Gut, hier hatten wir auch nochmal Dietrich hier in der Leiche. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, na, da war ich schon. Das ist immer so dieser E-Finger, der ist einfach viel zu schnell. So, hier haben wir noch Spinde, die ich öffnen kann. Machen wir erstmal Spinde auf. So, wir nehmen erstmal... Nein, nicht zumachen. Wir wollen das alles mitnehmen. Da könnte doch irgendwas Cooles mit bei sein. Mal hier. Wie lange schlafen? Nee, ich will doch nicht schlafen.
Bin doch noch nicht müde. Ich will noch nicht schlafen gehen. Oh, das nächste Schloss, was wir knacken können. Blups. Nee, das passt nicht. Das passt auch nicht. So passt das. Passt aber überhaupt nicht. So passt da rein. Nee. Boah, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Ich hätte erst den Dreier reinpacken müssen, ne? So rum. What? Okay, ich habe hier irgendwo einen großen Fehler gemacht. So passt das rein. Erstmal ein bisschen nachdenken hier. Safe Lehrling. Okay, ich habe keine Dietriche mehr, so wie es aussieht. Haben wir hier noch mehr Müll. Was? Blut. Überall. Aua, lass mich doch mal. Los jetzt! Zieh dich da fest. Mach die Tür zu. Wollt er nicht. Na gut. Dann machen wir es anders. Muss euch leider mit Energiewaffen töten. Tut mir ja leid. Du bist erledigt. Nee, noch nicht. Ich muss ja erstmal gucken, wo du bist. Ich bin blind. Das ist gut so, dass du blind bist. Hat auch nur eine Rettungsaxt, aber okay. Benzol, mhm. Triebwerkbank. Das hätte auch böse in die Hose gehen können. Jemand da? Nein, nein. Ach komm schon, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, sagst du? Nee, komme ich nicht ran. Haben wir hier noch eine andere Möglichkeit oder ist es der einzige Weg hier, da reinzukommen? Gut, ich werde mal kurz in die ins Inventar. Hilfe. Bewegungstempo, Sprunghöhe. Das abgebissene Sandwich. Drei Gesundheit und noch mal ein bisschen Sauerstoff. Okay. Wow, da draußen ist was. Ne, nicht da draußen. Bring's. Einfach, das ist es nicht wert. Ich sollte es zu Ende bringen, also habe ich gemacht. Brauchst das Geld? Bist du Kopfgeldjäger?
Ja, ich hab's ja schon mal wieder geschafft, mich erfolgreich zu überladen. Eieieiei, hier. Na komm, lad noch mal ein bisschen nach hier. Ich hätte jetzt gerne Vasco dabei. Herz plus. Ach, die kann man auch entschärfen, okay. Sehr gut. Oh, kurzes Licht aus. Ich sehe das Licht und das ist schon mal was Gutes. Aber mal langsam hin. Da ist er. Na? Nee, dann komm doch. Wird zwar keine Deckung, aber. Oha. Warum hänge ich hier fest? Ich will hier nicht festhängen. Schlechte Idee hier, oder was? Kommt doch mal hier. Okay. Aber auch den Freibeuter. So, mal so gucken. Ersten. Das glaube ich nicht. Hab ich keine Granaten ausgerüstet? Ich habe nur noch Minen. Okay. Ich glaube, er wird wohl wahrscheinlich eher das Gefährliche. Oder ihr alle werdet das Gefährliche, ne? Ja. Na, kommt mal rum da. Na. Au. Das schaffen wir nicht. Los! Na gut, wenn er da festhängt, nehme ich erstmal den mit. Das ist gut so. Na komm schon. Gut, jetzt haben wir nur noch einen. Der da so ein bisschen festhängt. Das ist nicht vorbei. Sehe ich genauso. Nur hängst du da ein bisschen sehr blöd fest. So. Hab beide schon mal nachgeladen. Sieht noch nicht mal den Live-Balken, aber die schluckt. Ich bin mir nicht sicher, wann mein Dings aus triggert. Ich glaube, du hast keine Munition mehr, doch, hast du? So, jetzt bin ich schon im roten Bereich. Jetzt hauen wir nicht ab.
Hau doch nicht ab. Ach, du kannst da durchlaufen, oder was? Ja, warte. Ich krieg dich schon noch. Ich dich auch irgendwann. Na also. Die hing da ein bisschen blöde fest, aber das nächste epische Item gekriegt. So, jetzt können wir hier erstmal kurz mitnehmen. Das P90 ist bis jetzt eigentlich relativ okay. Kann ich nicht mitmeckern. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, dann haben wir erstmal alles mit hier. Bräuchte aber wirklich mehr Sauerstoff. Ach, hier ist auch noch Schadgas. Wo ist denn da Schadgas? Ah, okay, der Behälter wo wahrscheinlich. Und dann kriege ich auch noch eine Schutzregeneration. Okay. So, hier haben wir jetzt jede Menge anderen Stuff noch. Aha. Antiperson. Soll, okay, eine Laserpistole. Ich muss unbedingt gucken, dass ich das in den Mods hinkriege. Episches Item erhalten. Noch ein Anzug. Okay. Ja, erstmal mitnehmen hier und dann mal gucken, dass wir nachher auch ordentlich was verkauft kriegen. Das waren aber hier, glaube ich, noch nicht alle Piraten. Ging ja dann noch weiter runter. Also ich glaube, ich habe dich noch gar nicht gelootet, ne? Doch. Hab ich. Dich auch. Na, ist jetzt gerade, wie viel sind wir dann drüber? Hätte jetzt gerne meinen Freund mit dabei, weißt du? So ein bisschen. So, Antiperson Solid. Okay. 10% mehr Schaden gegen Personen. Okay, dann was hatten wir jetzt hier? Anzug haben wir noch einen. Kampfveteran. -15% Schaden von menschlichen Gegnern. Verzinkt. Korrosionsresistenz. Ich finde den von der Marine momentan eigentlich ganz okay. Wir haben... Oh, einen epischen Helm. Bestienjäger. -15% Schaden von Alien-Gegnern. Analysator. +10% Schaden an bereits gescannten Zielen. Ja, stimmt. Ich scanne die eigentlich immer zu relativ gut gar nicht, ne? So ein bisschen. Okay, machen wir jetzt hier aber nochmal das Schloss hier fertig. Nee, da bräuchte ich eigentlich einen... den hier. Das müsste hinhauen vom optischen her. Okay. Nehmen wir natürlich alles einmal mit. Was war das? Hab ich mich jetzt verjagt? Dabei war da gar nichts. Waffenständer. Entsperren Meister. Was ist denn da drinne? Das sieht... Also einige Waffen sehen mega interessant aus. Will haben. Aber mit Meister sind wir ja noch nicht. Wann kriege ich denn Meister? Wir können ja schon ein bisschen machen, aber noch nicht so ganz. Okay, gut. Hier, da kann ich dann Meister und ähnliches. Dafür brauche ich dann halt nur noch die Skillpunkte dafür. Das ist das nächste Wichtigere, was gemacht werden muss. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.